So, hier sind wir wieder bei Phoenix und stimmt, wir haben gestern so ein bisschen rumgewuselt gehabt und geschaut gehabt, wegen, also wie das Spiel quasi auf der Switch aussieht und hier haben wir uns das mal kurz so ein bisschen angeschaut gehabt. Deswegen ging es ja dann hier gar nicht so richtig weiter, deswegen habe ich mich da hinten auch hingestellt gehabt. Weil ich auf dem anderen Spielstand nämlich nicht so weit war. Es ist natürlich die Frage, wo wir am besten. Ja, genau das wollte ich machen. Wo wir am besten weitermachen. Und ich habe schon. Habe ich neue Flügel? Aber die waren noch. Die hatte ich doch gestern schon. Neu sind die nicht, nee. Bei Treffer 5% des Gesundheitsfelds wieder auf. Oh, das könnte im Kampf praktisch sein, ne? Das könnte beim Kämpfen praktisch sein. Aber das ist halt die Aufladerate des Bogens. Oh, was ist das hier? Rüstung des unbekannten Besuchers. Füllt bei Erreichen einer neuen Kombophase 70% eines Gesundheitsfelds auf. Jetzt gib mir noch ein rotes Laserschwert in die Hand und ne, ich vernichte dir alles. Hä? Was? Ich weiß, habt ihr was gehört? Nee, ne? Ahnung. Achso, ich wollte ja eigentlich gucken. Ja, genau, ich wollte Nacht machen. Fifth Ellie is back. Na, nein. Was? Nee, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich wollte hier eigentlich gucken. Könnten die direkt rüber segeln? Was denn? Kriegskiefer. Erkunde die Region von Ares Statue. Gehen wir dahin oder gehen wir hier hin? Das ist halt die Frage. Gehen wir zu Hephaistos oder gehen wir zu Ares? Die Region hier ist echt hässlich. Die sieht man ja von da drüben schon so. Die ist halt echt grau in grau in braun. Und alles abgestorben und tot. Schön ist es nicht. Die Hestlon-Region zuerst. Ich weiß auch gar nicht, wie die andere Region aussieht. Ehrlich gesagt, warte mal. Weil die hier können wir von nicht hier oben. Phoenix. Phoenix! Orca, Hallöchen! Können wir ja von hier aus irgendwo konnten wir die ganz okay sehen. Geh doch weg. Ja, ich will gar keine Fotos. Die sind alle. Kann ich die nicht? Ich würde echt gerne hier. Community-Fotos. Es ist mir echt egal. Wirklich. Fotos will ich auch nicht. Auch meine Fotos nicht. Gar keine Fotos. Dankeschön. Mann, 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 ey. Die können wir auch ausblenden, weil die sind ja quasi abgeschlossen. Und dann passt das. Ja, genau, abgeschlossene Sachen können wir ausblenden. Mal, jetzt ist die Karte auch nicht mehr ganz so voll. Hey, aber das habe ich gemacht. Weil wir schon ein paar Sachen gemacht haben. Ach so, aber dann kann ich mich ja jetzt nicht mehr hierhin teleportieren, weil ich das jetzt nicht mehr sehe. Kann ich mich da überhaupt hin teleportieren? Ist auch wieder so eine Sache. Wahrscheinlich. Warte mal. Nee, weil ich brauche die Gewölbe, weil zu denen kann ich mich ja teleportieren. Weil das. Verdammt. Hier, siehst du? Wow, spricht ja das kurz aus. Der spricht doppelte Buchstaben quasi nicht, wenn da zu viele hintereinander sind. Dann kürzt er die immer ab. Also der sagt ja nicht Phoenix, sondern der sagt dann halt einfach nur Phoenix. Oder Phoenix.
Oh Gott, huch. Ja, das war nicht das, was ich machen wollte eigentlich. Ach, da ist ein Vorsprung. Zack, 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 hoch hier. Schneller. Ich kann Phoenix immer noch nicht spielen. Kannst du nicht von vorne anfangen? Also so blöd sich das jetzt auch anhört, aber wenn sich dein Spielstand ja anscheinend nicht mehr retten lässt, dann vielleicht von vorne anfangen? Ich weiß halt nicht, wie weit du warst, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Kann ich die kaputt machen so? Nein. Och Mann. Ich wollte euch eigentlich... Würde ich ja, Ellie, aber die doofe Cloud lädt immer den alten Spielstand. Aber dann kannst du doch weiterspielen, oder nicht? Wenn es den alten Spielstand lädt? So. Und ja, man sieht es ja hier auch so ein bisschen. Es ist ein bisschen so aufgeteilt wie so, hier ist so Frühling gewesen, so Sommer, Herbst, denke ich mal, dass das hier so in die Richtung geht. Und das andere ist halt da hinten, ne? Da sieht man die Statue. Aber ich glaube, die Region finde ich mit am... Weiß ich nicht. Also wir waren ja da schon einmal ganz kurz drüben, glaube ich. Und ich finde die so ein bisschen trostlos. Trostlos ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Sie wirkt so trostlos. Und das ist halt das Gebiet hier. Und ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht. Das ist auch noch das Ambrosia. Warum habe ich das Ambrosia nicht mitgenommen? Sag mal. Ich muss mich nun verkieseln und sage Bye-Bye. Mach das, Saniri. Dankeschön, dass du da warst. Musstet ihr, dass Ares und Hephaistos, Entschuldigung, Feinde sind, weil Ares eine Affäre mit Hephaistos Frau hatte? Nee, ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt so unsicher. Ich weiß es nicht. Ja, nee, das Ambrosia hier oben, das wollte ich nicht. Aber hier hinten war irgendwo noch ein anderes. Aber irgendwie hat er auch in der griechischen Mythologie hat auch irgendwie jeder mit ihm irgendwie mal was gehabt. So, düsen wir hier mal rüber. Eine kataklytische Einöde. Was wurde denn von mir, ey? Nee, der blöde Hühnchen. Geh weg. Ich hab euch nicht mal was getan, ey. Wollte er nur Richtung zum Ambrosia.
Nein, das Ambrosia ist eingeschlossen. Wer macht denn sowas? Athenas Idee, Ochsen vor den Pflug zu spannen, hat den Bauern gut getan. Der Boden war fruchtbar, die Ernte üppig. Ich mach den mal kaputt. Also sage ich so leicht, dass ich den kaputt mache. Auf Monster ein. Ich dachte schon, das wird ein Landwirtschaftssimulator. Sag mal. Vergiss es, erzähl einfach die Geschichte weiter. So. Der ist mir nämlich jetzt nicht mehr im Weg. Bist du dieser geflügelte Pferd? Ich hab doch gerade einen. Komm her, du. Ellie hat Ambrosia liegen gelassen. Nee, nicht liegen gelassen, aber... Naja, doch. Also, liegen gelassen würde ja heißen, dass ich schon mal hier war und es nicht mitgenommen habe. Aber ich habe es halt nur noch nicht gefunden gehabt, quasi. Ich habe es letztens, glaube ich, erst durch hier dieses Durchgucken gefunden. Dann war ich hier noch nicht. Wir müssen Typhon nur ins Meer schubsen. Lauf, Phoenix, lauf, Phoenix, lauf, Phoenix. Hab's. Bin wieder da. Willkommen zurück, Riza. Okay, das haben wir jetzt. Ich wollte ja auch eigentlich nur mal ganz kurz rüber luschern. Hier zum... Ja, in das Gebiet hier. Wir haben auch noch das hier, ne? Was ist das denn eigentlich? Ich glaube, da komme ich noch nicht hin. Weil hier habe ich ja wenigstens die Aufgaben zu, aber da oben nicht. Warte, da ist ein Pferdchen. Ich muss halt aber auch echt sagen, also beide Gegenden sehen dann irgendwie sehr trübselig oder was, weiß ich nicht. Schön ist ja beidet nicht. Geisterversteck. Oh, will ich da jetzt nicht hin? Weiß ich noch nicht. Das Meistern des Phosphorklons. Gibt es halt auch noch ein bisschen Stuff und so, den ich noch nicht gemacht habe. Und die brauchen wir, glaube ich, um, oh Gott, war das für das Leben oder was für die Energie? Die Blitze. Die Blitze waren die Ausdauer, ne? Oh, das könnten wir eigentlich auch machen, wenn wir schon mal hier hinten sind. Diese Kreaturen besiegen. Piu!
Aber die Harpien geben nicht ganz so viel. Hab schon mehr erwartet. Was gibt's hier? Oh, hier brauche ich einen Stein. Was ist das denn hier jetzt überhaupt? Huch, hallo? Wo bin ich denn hier reingeraten? Gibt's hier zufällig einen Stein? Einen Stein zum Werfen? Oh, wobei, ich glaube, ich kann das Holz auch nehmen. Verdammt. Naja, so halb. Nicht so richtig. Das Holz hier irgendwie durch. Dass er dich schräg durchmachen kann. Frech. Aber mit der großen Axt sich auch so Wände einreißen? Wusste ich nicht. Aber anscheinend ja. Aber nein, das wusste ich nicht. Das war eine Information, die ich noch nicht hatte, die ich noch nicht kannte. Du hast vergessen, das ist nie. Oh, jetzt ist das wieder. Oh. Ich hatte das noch nicht rausgefunden, nee. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier will. Also ich kann das da anschießen. Geht das hier? Aber dann geht das halt wieder zurück. Was ändert sich denn daran? Hat sich da überhaupt was? Ich sehe es nicht. Ach so, geht er denn halt jetzt zu? Ach so, das ist egal. Ich mach's damit nur auf und zu. So, und jetzt mache ich es einfach nur auf. Okay. Ich dachte, der hier will so noch irgendwas Fancyes bewirken. So. Einmal ducken. Und Hallöchen, Leon. Aui. Hey Leon, na du? Wie war dein Wochenende bisher? Ach ja. Ach, ich springe einfach rüber. Das reicht schon. Aber wenn ich mich richtig erinnere, wird das glaube ich auch erwähnt, wenn man die große Axt bekommt. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe die Sachen bisher immer aufgeschmissen.
Weil das wusste ich, dass das erzählt worden ist. Aber dass man das mit der Axt aufmachen kann, wusste ich nicht. Mann, jetzt fühle ich mich so doof. Weißt du, was ich selber rausfinden kann? Oder weil ich es selber halt nicht rausgefunden habe, so. Hab mal lange geschlafen. Ja, das ist schön. Hoffentlich war der Schlaf auch erholsam. Was sagen du wahrscheinlich, oder? Oder bist du das Questmonster? Ich weiß es nicht. Finster und voller Schrecken. Doch sie konnten Phoenix nichts anhaben, die auf sie eindrosch. Schöne Wortwahl. Da muss hier irgendwo noch eins sein. Habe ich euch schon? Weiß ich, ob ich die schon so habe. Oh, und Leon möchte, dass ich was trinke. Ja. Und zu Phoenix nie der alte Spielstand lässt ja das Spiel sofort abstürzen. Ach so. Ah, Mist. Dann trinke ich jetzt erstmal einen Schluck. Prost! Oh, und DJ will, dass ich mich strecke. Mach ich gleich. Und so einmal getrunken und strecken tue ich jetzt auch. So. Meins. Gehört jetzt mir. Mal kurz AFK. Mach das. Ich muss mal Yubi anschreiben, ja. Versuch das mal. Hier soll eigentlich irgendwo noch was sein. Hallo? Hallo? Großes böses Monster? Aha. Ja, doch mal entspannt. Hier soll doch. Soll irgendwo was Böses sein. Hab mir mal gestern PS Plus geholt. Da bekommt man, weil man eine PS5 besitzt, einfach ein paar Spiele geschenkt. Ja. Ja, ich glaube. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gab Bugsnacks. Und es gab. Astrobot. Ist das Astrobot? Ich glaube. Achso, nee, warte mal. Das habe ich. Und hier sind dann noch welche wahrscheinlich. Ach nee, da war das die Halskette. Nee, ist was anderes.
Gibt doch bestimmt noch andere Spiele. Aber die weiß ich nicht. Hä, wo ist denn das? Hallo, Feierabend. Ja, Anja. Anja, sag mal, wir müssen mal ein ernstes Wort hier miteinander reden. Das gestern gehört. Wurde mir noch erzählt. Was? Weg mit dem Salz. Oh, Anja ist 99% salty. Ich dachte mir das schon. Anja, du hast Urlaub. Im Urlaub geht man nicht arbeiten. Ach, Mann. Ach. Liebe Elli. Mann. Du sollst doch auch auf dich aufpassen. Du Nasenbär, du. Ein Wochenende ist nur frei. Dann kann man leider immer geholt werden. Och, Mann. Auf wie fies, ey. Also fängt dein Urlaub quasi erst morgen an, sozusagen. Oh, ist das fies. Aber jetzt Urlaub. Na, aber hoffentlich, ey. Jetzt hoffentlich wirklich. Aber ich sehe kein Monster. Hallo, Chris. Irgendwo Monster sein. Was kaputt hauen soll, aber... ist nichts. Immer hier ist halt so ein Schweinchen, aber das Schweinchen macht nichts. Ne? Da hinten ist jemand, aber der ist ja schon im anderen Gebiet. Soll ja hier irgendwo was sein. Hier aber 7 Meter runter. Bin verwirrt von der Angabe, weil ich sehe halt nichts. Hallo. Oh, seid ihr das, die ich besiegen muss? Ich soll halt Monster besiegen. Kreaturen. Ach nee, ihr seid Freunde. Oh. Ihr sollt meine Mutter raus! Versagt! Und ich trinke euch von dieser Welt! Was? Weil wer ist dieser Chris? Hä? Leon, du kennst doch Chris, oder nicht? Oder habe ich schon wieder was verpasst? Kennen wir Chris nicht mehr? Ja, wer ist denn nur dieser Chris? Eure Welt hat meine Perfektion nicht verdient. Doch, ich bin großzügig. Keine Ahnung, wer dieser Chris ist. Keine Ahnung. Was? Nee, Leon motzt nur, weil ich ihn damals mit Hans und den Flachwitzen geärgert habe. Ach so. Ach so. Ich soll hier irgendwo was kaputt machen? Hier ist nichts zum kaputt machen. Besiege die Kreaturen, die die Bauernhäuser heimsuchen. Aber hier ist nichts. Ist die Quest irgendwo anders noch? Aber das Typhons Raserei.
Halskette? Nee, keine Ahnung. Muss ich Nacht machen? Warte. Lass mich probieren, ich mache einmal Nacht. Einmal alle schlafen gehen. Wenn wir das Spiel wahrscheinlich auch holen, haben wir irgendwie gecatcht. No. Das ist doch cool. Ach, guck mal. Guck mal, wer jetzt da ist. Der ist halt einfach nachtaktiv. Ich denke mal, wenn man sowas wie Zelda und so mag, also so Breath of the Wild in die Richtung, oder Genshin, dann wird man hier schon viel Spaß mit haben. Es endlich wieder gepflügt werden. Jetzt warten wieder alle auf den Erntemond an der Tierkreuzung im Tal des Sternentaus. Ich will aber unbedingt auch die Final Fantasy Remakes spielen, aber die sind so teuer. Oh no. Ja, das stimmt. Aber die sind auch sehr selten, glaube ich, im Angebot. Einladend. Ich wollte eigentlich das hier nur kaputt machen. Tschüss. Und ist gerade im Angebot für 45 Euro. 45 Euro und Angebot in einem Satz ist halt auch ein bisschen uff. Hier gibt es auch irgendwo noch einen Gewölbe. Hallo, Gewölbe. Oh, das ist hier drinne wahrscheinlich, ne? Hier so. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion ist gerade im Angebot für 40. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, du Chris. Rüst dir auf. Juh. Okay, die muss ich jetzt irgendwie frei machen. Achso, ja, oder einfach den Hebel ziehen. Okay. Da muss man aber flink sein, du. Mal hier. Na, dann rein da. Hui! Warte mal ab, Person, die ich nicht kenne, aber kennen sollte. Ui. Hi.
komm schon. Oh, hier muss man bestimmt alle einmal treffen. Wobei, die Seite ist clear anscheinend. Das ist auch wieder eine komplett neue Aufgabe. Geht es eigentlich immer so weiter? Das ist halt komplett cool. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber jedes Mal, wenn ich in irgendein Gewölbe gehe, komme ich irgendwelche neuen Aufgaben, die ich vorher so noch gar nicht hatte. Achso, das hat eine Vermutung aufgestellt. Was für eine Vermutung? Crisis Core, physisch. Im Geschäft für 50 Euro im Angebot gefunden. Ich kann euch auch halt empfehlen, halt einfach mal in die Retail-Version quasi anzuschauen und zu gucken. Weil die sind oft günstiger. Achso, den habe ich da jetzt direkt mitgetroffen. Sehr gut. Die Seite haben wir. Hier noch? Irgendwo fehlt einer da. Stehen geblieben! Oh Gott, da oben auch noch. Oh, hier fehlt irgendwo noch einer. Jetzt müssen wir alle haben. Oh, hier bin ich jetzt aber doof stehen geblieben. Hilfe? Oha. Was mit mir? Ich weiß nicht. Leon meinte irgendwas so, das hat eine Vermutung aufgestellt, aber ich weiß nicht was. Was schläft er noch? Nö. Er war vorhin im Chat, ist er ja auch immer noch. Wenn ich still bin, stelle ich irgendwas an. Ui, ui, ui. Oh, jetzt bewegen die sich, oder? Bewegen die sich so anders? Ich dachte, die bewegen sich jetzt halt hier so ringsherum, aber die bewegen sich einfach nur wieder normal. Oh Gott. Den einen habe ich nicht richtig getroffen gehabt. Aua. Hey, 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 hey. Aua. Hey, 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 hey.
Wer hat mir das erlaubt? Wird man hier einfach angeschossen nebenbei? Huch. Aber das hier? Ist ja gemein. Hier irgendwie so stehen am besten. Und dann die runterfallen. Nicht runterfallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uah. Da drüben. Entschuldigung. Werte Herren, wer sind Sie denn da hinten? Ach, da sind dann auch noch mal. Ja, mir schon so, hä? Warum hört denn das nicht auf? Bin einfach verwirrt. Du bist immer verwirrt, Chris. Ich glaube, Chris gibt's gar nicht im nicht verwirrten Zustand. Warum hast du immer recht? Ich weiß nicht. Ich kenne dich besser als du dich selber. Fies, ne, Ellie? Ja. Das war schon fies, ein bisschen. Aber ich hab's doch rausgefunden. Und Hallöchen, Ivan. Oh nein, ach, die gehen wieder zu. Frech. Ich lehne ab. Nee, ich mag auch nicht. Ist auch nicht mein Getränk. Zeit für eine Pause. Warte. Ich hol das hier noch schnell. Oh, Pfefferminztee hört sich aber gut an. Den Pfefferminztee nehme ich gerne. Ja, sollten alles haben. So mache ich auch immer Schubladen, Schränke und Truhen auf. Ich tippse sie 20 Mal an und dann swoosh. Ja, kennt man doch nicht anders, oder? So, dann haben wir das Gewölbe hier doch fertig. Wundervoll. Dann mache ich hier nämlich einmal eine ganz kurze Pipi-Pause. Und dann schauen wir mal. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin will. Will ich zu Hephaistos? Will ich zu Ares? Ich weiß nicht.
Ich glaube, Chat darf abstimmen. Hephaistos oder Ares? In welches Gebiet gehen wir? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse den Chat abstimmen. Und ich bin dann so lange in der Pause. Bis gleich.